Okay, please welcome Paul Van Obel, a PhD student at Rabaul University in Nijmegen. Bitte begrüßt Paul Van Obel, er ist ein Doktorand an der Radboud University. Mit einem warmen Applaus. Er wird einen Vortrag über Physically Unclonable Functions halten. Vielen Dank für diesen Applaus. Vielen Dank, dass ich hier zur besten Zeit sprechen kann, wenn alle noch da sind und noch nicht betrunken. Und vielen Dank, dass ich neben dem Space Track sprechen kann. Der Herald hat schon erklärt, wer ich bin, aber das Wort, der Inhalt kommt zum größten Teil nicht von mir, sondern von vielen, vielen Autoren. Und ihr werdet Zitationen auf Referenzen auf den meisten Slides sehen. Übertreibt es nicht, dort drauf zu gucken. Lädt euch die Folien nachher runter, wenn euch was interessiert an diesem Talk. Schaut es euch an. Der Zweck dieses Talks ist es, dass ihr einen Überblick erhält und ein Interesse gewinnt an Physically Unclonable Functions. Nachdem das aus dem Weg ist, schauen wir uns das Problem an, das wir lösen wollen. In Computersicherheit seit den 80er Jahren haben wir das Problem erkannt, dass wir einzigartige Identifikation und Authentisierung von Geräten möchten, von Chips. Wir wollen also Chips einzigartig von anderen Chips mit derselben Maske identifizieren und das mit hoher Genauigkeit und ohne Fälschungsmöglichkeiten. Um zu erklären, wie wir zu diesen Funktionen kommen, werde ich etwas Geschichte der Fälschungssicherung erzählen. Da geht es um Geld, um Magnetstreifenkarten, um Identitätsdokumente, um Atomwaffenzähler. Oder wie man die in vielen offiziellen Dokumenten sieht, als Treaty Limited Item Identifikatoren. Geld ist schon lange mit sehr detaillierten Zeichnungen bedruckt. Das hier ist ein Beispiel direkt nach der amerikanischen Revolution. Und ich mag sehr diese Zeile hier, to counterfeit, fälschen ist tot, weil wenn man es tat, wenn man Geld fälschte, wurde man geviertelt. Und ich würde vom Publikum gerne wissen, wer dieses Muster schon mal gesehen hat. Kann mir jemand sagen, wer das ist? Was das Muster bedeutet? Die Orion-Konstellation. Sie soll Fotokopierer davon stoppen, Geld zu kopieren. Wenn also ein Kopierer diese Konstellation erkennt, dann wird er einfach das Dokument nicht kopieren. Das kann man auch auf eigenen Dokumenten anwenden. Wir sehen das immer wieder in diesen Jahrhunderten. Wir markieren alle Noten auf dieselbe Weise und stellen dann sicher, dass man diese Verifikationsdokumente bestätigen kann. Eine Alternative dazu wäre es, wenn man einzigartige Markierungen für jeden einzelnen Geldschein hätte und diese Markierung dann signieren würde. Dann hätten wir aber eine ganze neue Sammlung von Fragen. Wie kann ich verhindern, dass jemand einen besonderen Geldschein kopiert und damit die Signatur ebenfalls kopiert? Denn niemand würde in diesem Fall noch prüfen, ob ein Geldschein online gültig signiert wurde. In 1983 wurde eine Antikopiermaßnahme vorgeschlagen. Und zwar sollten zufällig lange optische Fasern ins Papier, in die Masse, aus der das Papier für die Noten entsteht, gestreut werden. Danach würde das Geld gemacht werden und nachher würde man einen Leuchtbalkenscan machen und ein Punktemuster sehen. Und aus diesem Punktemuster wurde vorgeschlagen, würde man eine Signatur erstellen und diese Signatur auf den Geldschein drucken. Das wird in diesem Paper hier im Detail erklärt. Im Prinzip funktioniert das.
Etwas weiteres sind Karten. Wir hatten Karten mit Magnetstreifen und PIN. In Europa werden die nicht mehr benutzt, in den US schon. Das machen wir, weil niemand weiß, wie man Magnetstreifen kopiert. Ja. Genau. Das heißt, wir fügen dann weitere Informationen auf die Karten dazu, damit erkennbar wird, wenn die Inhalte auf eine zweite Karte kopiert wurden. Zum Beispiel ein Hologramm. Aber das kann mittlerweile auch kopiert werden. Ich muss da nicht mal die Literatur referenzieren. Nun, in 1980 hat jemand vorgeschlagen, dass wir zufällige Magnetfasern in eine Beschichtung verteilen, diese Fasern einscannen, und zwar mit einem elektromagnetischen Erkennungsgerät und daraus wieder ein Bitmuster erstellen und dieses wieder signieren. Genau. Dann gab es auch diesen schönen Vorschlag, wo wir zufälligerweise leitende Partikel in diesem Material verteilen und das wiederum scannen, mit einer Mikrowelle diesmal, aus den 1980ern. Weiter mit Identifikationsdokumenten hat jemand vorgeschlagen, wir können die Transluzenz eines Papierstreifens verwenden, diesen Streifen einscannen, dieses Muster in ein Bitmuster umwandeln und so weiter. Simmons hat gesagt, dass das zu einfach klonbar ist, weil man ein Foto davon machen kann und dieses reproduzieren kann. Diese Transluzenz ist also nicht wirklich nützlich. Man könnte wahrscheinlich auch ein dreidimensionales Baumwollmuster verwenden von diesem Dokument. Auch dieser Vorschlag war von 1981 und auch hier hat Simms gesagt, das ist unmöglich, sowas umzusetzen. 1999 kam jemand auf die Idee, den Oberflächenhash eines Briefumschlags zu verwenden, ein hochauflösendes Bild des Umschlags zu machen und dieses Bild nachher zu hashen. Das sicherstellt, dass diese Fotos immer in dasselbe Bitmuster fallen. Das funktioniert. Schließlich die Treaty Limited Items. Also benutzt man reflektive Partikelobjekte. Dann beleuchtet man sie mit ultraviolettem Licht. Und das macht dann die Sache relativ offensichtlich, dass damit damit wird offensichtlich, wenn diese verändert wurden und nachträglich kann man feststellen, dass eine Veränderung vorgenommen wurde. Wenn wir also Atomwaffen zählen wollen, dann funktioniert dieses Vorgehen. Die Gemeinsamkeit ist, dass wir einen intrinsischen Aspekt des Gegenstands verwenden, der nicht kopiert werden kann, einfach gelesen werden kann, nicht voraussehbar ist und sich nicht verändert. Was uns zu einem 2001er Vorschlag für physische Einwegfunktionen bringt. Bei diesem Vorschlag war die Grundidee, dass wir ein Epoxid haben mit kleinen Glaskugeln. Wir festigen dieses Epoxid auf eine kleine würfelförmige Form und beleuchten es mit einem Laser. Und daraus erhalten wir ein spektrales Muster, das wir mit 320x240 Pixeln aufnehmen und daraus einen 2400-Bit-Schlüssel mit einer Gabor-Transformation machen. Ich habe keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Es ist nicht meine Expertise, aber wir erhalten damit interessante Möglichkeiten, dass zum Beispiel ein Loch zu bohren die Hälfte der Bits dreht. Das heißt, das spiegelt eigentlich digitale Hash-Funktionen wider,
weil ein Bit in einem Input für SHA-Funktionen zu verändern, sollte auch die Hälfte der Bits des Outputs verändern. Es kommt also an die Kryptographie hin. Die Struktur zu lesen ist in diesem Fall möglich. Mit einem Mikroskop kann das gemacht werden. Man kann das auch wieder rekonstruieren, aber es ist ziemlich unmöglich, auf die Submikron-Ebene genau den Gegenstand zu kopieren. In der Theorie, wenn man die Struktur des Gegenstands kennt, kann man simulieren, wie dieser Laser durch diese Kugeln reflektiert werden würde. Man müsste dazu aber eine Datenbank aller Antworten auf Challenges machen. Das Schwere daran ist, dass die Challenges jeweils ein Laser zu einem anderen Winkel sind und von einem unterschiedlichen Ort. Und alle diese Antworten auf eine neue Challenge werden immer unterschiedlich sein. Und die Datenbank wäre unmöglicherweise riesig. Das heißt, das Protokoll für diese Funktion wäre es, wir lesen es auf einem vertrauenswürdigen Terminal, wir sammeln zufällige Challenge- und Response-Pairs, diese müssen wir geheim halten. Später erhalten wir eine Authentifizierungsanfrage von einem unvertrauenswürdigen Terminal und senden diesem Terminal eine Challenge aus dieser Datenbank. Das heißt, die Theorie ist, wenn dieses Terminal das Device nicht enthält, dann kann es die Response nicht senden. Wenn es das tut, kann es die Challenge entsprechend beantworten. Wir werden die Challenge dann gegen die Antwort vergleichen mit einer gewissen Toleranz. Es wird wahrscheinlich kleine Abweichungen geben, weil sich das Sample verschiebt, weil die Kamera anders ist. Wir erhalten gewisse Unterschiede und nehmen deshalb die größt unwahrscheinliche Akzeptanzrate, die wir akzeptieren wollen, für Fehler. Damit erhalten wir, wenn wir die Schritte 4 bis 6 mehrmals wiederholen, können wir diese Rate verbessern. Und wenn die Challenge scheitert, fangen wir wieder mit einem 1 an. Das ist das erste Paper, was die Verbindung mit Kryptographie geschaffen hat. Aber es gibt einige Probleme damit. Man braucht spezielles Equipment. Wir brauchen wirklich, wir hätten gerne für Silizium die gleiche Wahrscheinlichkeit. In diesem Paper war schon der Vorschlag gemacht, dass man einen ähnlichen Herangehensweise macht, wenn man Elektronen streut. Und so weiter, bla bla. Ich verstehe nicht, was das bedeutet, aber wir wissen, wie das weitergeht. Also unter uns, wenn man das Zeug macht, dann muss man ziemlich alte Papers lesen. War das nicht toll, als man noch sagen konnte, die Seismik, die seismischen Sensoren müssten alle Versuche physischen Zugriff zum Package erkennen, bevor die Informationssicherheit gefährdet wird. Ich möchte das nicht unbedingt prüfen, aber ich akzeptiere die Wahrscheinlichkeit, dass das wahrscheinlich ungefähr so ist. Gut. Also so ging das damals. Und der Text ist wirklich klasse. Das wurde noch damals auf der Schreibmaschine geschrieben. Das gibt es übrigens online, also wenn ihr Universitätszugang habt. Dann gibt es noch andere Lösungen für das Problem. Es gibt Hardware-Sicherheitsmodelle, es gibt Trusted Platform Modules. Die gab es übrigens erst seit 2006. Ich dachte, die gab es schon länger, aber nein. Man hat immer noch das Problem des Schlüsselmanagements. Also der Schlüssel ist halt mit der Plattform verbunden. Wenn ich den Schlüssel irgendwie rausholen kann oder in ein anderes TPM reintun kann, dann habe ich irgendwie ein Problem. Also idealerweise verlässt das Schlüssel nie das Device. Wie kommt der Schlüssel auf das Device?
Und also es ist alles interessante Kryptographie, aber man weiß ja nicht genau, was kann der Schlüssel machen. Kann man hat man nur 1024 Bits, kann man das alles simulieren, wenn man den Schlüssel hat. Also wir wollen wirklich irgendwie andere einen anderen Zugriff auf die Funktion haben. So. Das ist der erste Name, physikalische Zufallsfunktionen, also POFs. POF ist natürlich ein Three-Letter-Acronym und das überschneidet sich mit einem anderen Akronym. Es gibt eine interessante Diskussion, ob das jetzt physikalisch oder physisch ist. Also schauen wir uns mal den anderen Zugang hier an. Es gibt genügend unterschiedliche Prozesse. Wenn man auf eigentlich identische Schaltkreise schaut. 2003 haben sich Dash und Taylor spezielle Device-Identifizierungs-Schaltkreise angeschaut. Wenn man die verwenden möchte für Authentifizierung und Security, dann braucht man mehr. Also was macht man? Man baut das hier. Und ich denke nicht, dass es wirklich möglich ist, aber das ist eigentlich die ganze Zusammenstellung. Das ist ein Ring-Oszillator-Puff. Wir haben hier eine Schleife, die selber oszillieren müsste. Und die Herausforderung hier ist es, dass wir ein Bit für jeden dieser Blöcke möchten. Und wenn das Bit 1 sagt, dann geben wir das Signal weiter. Wenn es 0 sagt, dann überspringen wir. Das heißt, für jede unterschiedliche Challenge haben wir einen unterschiedlichen Pfad durch diese POF. Und je nachdem erhalten wir ein 1 oder ein 0 und zählen die Signale und identifizieren die Kreise. Es gibt auch mögliche Angriffe. Wir haben den Duplikationsangriff, also eigentlich einen Klon. Das sollte unmöglich sein, das ist die Prämisse. Wir haben die Emulation der Messung. Das heißt, wir bauen ein Modell und messen darin genau die Distanzen der logischen Einheiten innerhalb dieses Kreislaufs. Das wird als unmöglich angenommen, denn wie soll man sowas messen, ohne die Funktion zu zerstören? Dann haben wir die Möglichkeit, wenn wir genügend Paare von Challenge Response gesammelt haben, können wir beginnen zu simulieren und können damit Antworten vorausschauen. Und zum Schluss haben wir die Möglichkeit, den Kontrollalgorithmus anzugreifen, den Kontrollalgorithmus, der die PUF steuert. Wenn das möglich ist, ist die Funktion nutzlos. Ein weiterer Vorschlag waren kontrollierte physisch unklonbare Funktionen. Das ist dasselbe, aber ein bisschen komplizierter. Die Zugriffsfunktion wird hier Teil der physisch unklonbaren Funktion. Also wir überlegen die Logik der Zugriffsfunktion mit der Zufall der unklonbaren Funktion selbst. Das heißt, wenn man also die PUF klonen möchte, muss man dazu, wenn man die Zugriffsfunktion klonen möchte, muss man die PUF selber klonen. Und die wäre sowieso gebrochen. In dieser Kombination haben wir Proof of Execution auf dem spezifischen Device. Also eine Antwort muss tatsächlich von diesem spezifischen Device kommen. Und wir können Code schreiben, der nur auf diesem Gerät laufen kann. Also wenn wir einen sicheren kryptografischen Schlüssel brauchen, dann sollten wir diesen nur auf einem solchen Gerät ausführen. Wir haben eine Challenge, eine Personalität, eine ID, machen daraus einen zufälligen Hash und holen aus diesem Gerät am Ende nach dem Random Hash wieder eine Response raus.
Für Details schaut euch das Paper an. In 2011 wurde ein formales Modell vorgeschlagen, was wir wirklich brauchen für Puffs. Erstens, wir brauchen Robustheit. Das heißt, über die Variation muss dieselbe Antwort rauskommen. Wir brauchen physische Unklonbarkeit und wir brauchen Unvorhersehbarkeit. Nun, 2 und 3 davon sind möglicherweise Gegensätze, da kommen wir später dazu. Und seither gab es viele Vorschläge und Angriffe auf Puffs. Ein erster Punkt sind Arbiter-Puffs, die alle verzögerungsbasiert sind. Wenn ich ein Signal durch einen Chip laufen lasse, dann wird dieses Signal verzögert. Aber diese Verzögerung soll vom Chip abhängig sein. Das können wir aber relativ einfach modellieren. Und zum Beispiel beim Bistable Ring Puff, der ziemlich aktuell ist, kann man ein bisschen ausgefeiltes Machine Learning machen. Und mit ungefähr 30.000 Challenge Response Paaren 100% Präzision im Vorausschauen von Antworten generieren. Das ist nicht wirklich gut. Und wir können auch optische Messmöglichkeiten anwenden und erhalten damit rund 6 Frames pro Sekunde Zuverlässigkeit. Dann gibt es speicherbasierte Puffs, die bistabilen Arbeitsspeicher nutzen. Und die sehen ungefähr so aus. Die sind eigentlich auch verzögerungsbasiert. Hier ist aber einzigartig, für diese Zelle haben wir einen Block von Zellen, die unabhängig voneinander sind. Und daraus erhalten wir ein Muster von Einsen und Nullen. Die sind ziemlich stabil. Ich zeige euch nachher ein Muster, wenn wir ein gutes Puff haben und ein schlechtes Puff haben. Eine weitere Möglichkeit sind SRAM-Puffs. Wenn wir ziemlich limitiertes SRAM haben, dann ist es möglich, dass wir die ganzen Informationen auslesen, diese in der Datenbank speichern und so das Puff klonen. Wir können fokussierte Ionenstrahlen nehmen, um die SRAM-Struktur in einem anderen Chip entsprechend nachzubauen, dass die korrekt sind. Und das soll möglich sein. Diese SRAM-Puffs sind deshalb werden als schwache Puffs angesehen, sind aber wahrscheinlich die besten, die zurzeit existieren. Das ist auch das, was ihr, wenn ihr ihren Geräten habt, die vorgeben, eine Puff zu enthalten. Zum Schluss hat jemand vorgeschlagen, Shalaxung, und ich kann den Namen nicht aussprechen, die K-Based Puff, zerfallbasierte Puffs. Wir nehmen DRAM, entfernen den Strom und führen dann wieder Strom zu und schauen, wie die Inhalte sich verändert haben. Aber davon wissen wir noch nicht viel. Nun, zu den allerletzten Inhalten in diesem Talk. Wir nehmen das eigene, den eigenen Speicher und das ist trivial. Den ganzen Talk habt ihr euch vielleicht gefragt, wieso machen wir das überhaupt? Es gibt nicht genügend Zufälligkeit in einer Siliziumstruktur. Und ich stimme nicht zu, weil ein bisschen Schutz ist besser als gar kein Schutz, finde ich. Und zweitens, ich glaube nicht an magische Lösungen. Das hier sollte ein Teil einer größeren Sicherheitsstruktur sein. Also wenn ihr aus diesem Talk nichts weiter als das mitnehmt, dann lest dieses Paper hier auf Folie 39. Hier geht es um Lightweight Anti-Counterfeiting Solutions for Low-End Commodity Hardware using Inherent Puffs. Am besten lest ihr auch dieses verwandte Paper auf Folie 40. Lasst euch von den Punkten IP Protection und License Model nicht beirren. Ihr möchtet sowas haben, zum Beispiel in einem Raspberry Pi. Ich weiß nicht, ob ein Raspberry Pi das hast. Das ist für euch rauszufinden. Was ihr braucht, ist ein Device mit einem maskierten ROM, um den Bootloader zu enthalten. Diese erste Stage muss unter eurer Kontrolle sein. Ihr braucht
den Startup-Code und müsst den modifizieren können. Und ihr braucht SRAM on board, um darauf das PUF aufzubauen. Ihr werdet auch ein bisschen nicht flüssigen Speicher brauchen, um die Firmware und verschlüsselte Daten zu lagern. In dem Puffin Paper, von dem das ein frühes Ergebnis war, gibt es mehrere Ergebnisse. Das ist ein STM32F00B Modul. Was man sehen möchte, ist weißes Rauschen. Anders als auf der rechten Seite, wo man das sehr gut sehen kann. Aber das kann man nutzen. In dem Moment, wo man etwas hat, wo ein solches Gebiet mit weißem Rauschen ist, kann man die verschiedenen Abstände für die Funktion nutzen, für viele verschiedene Devices. Und das bedeutet, dass jedes Gerät anders aussieht. Man misst auch die Inner Class Hemming Abstand und man möchte, dass es unterhalb 0,1 ist, damit es von der Fehlerkorrektur nicht zu kompliziert wird. Und man wird Fehlerkorrektur benötigen. Zum Beispiel Golai Codes. Das Paper, was ich gerade gemeint habe, nämlich dieses hier, das ist auch von diesem Paper. Ja. Es erklärt, wie die Fuzzy-Extraktion funktioniert. Und endgültig baut man dann den Fuzzy-Extractor. Man generiert etwas Hilfsdaten für die Fehlerkorrektur. Und um die Challenge zu generieren, sendet man etwas Hilfsdaten. Und am Ende bekommt man ein Secret S-Primzahl von jedem Chip. Also zunächst benötigt man einen Bootloader. Der wird gechallenged vom maskierten ROM und dann wird davon das eingebettete Betriebssystem geladen. Das ist im Prinzip genauso wie die Geräteausführung auf x86 funktioniert. Etwas mehr Detail hier. Das gleiche Vorgehen. Frage das POF, dekrypte den Code. Und das ist, wie es jetzt ganz genau im Detail aussieht. Und wenn man das tatsächlich nicht bauen will, dann hat man das hier. Erinnert euch, wenn ich euch die Inner Class Hamming Distance gezeigt habe? Die in der Struktur gezeigt habe. Die roten Punkte, das ist die innere Struktur der SRAM-Zellen. Das ist kein PUF, das ist viel zu vorhersehbar. Und was ist mit x86? Ja, leider funktioniert das nicht, denn sie nullen alles. Leider wird nicht genug Zeit dafür. That users feel that they can be tracked if you have a unique identifier. Und Nutzer haben den Eindruck, dass wenn es einen eindeutigen Identifizierer gibt, können sie getrackt werden. Aber mit einem Control-POF könnte man die Anbindung keine Paranoia benötigt, denn man kann sie ja auch verändern. Endgültig, die Referenzen. Google Scholar ist ein guter Freund. Read that paper. Read it. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you, Paul. We have time for maybe two questions. Please come up to the mics. Wir haben Zeit für ein, zwei Fragen. Bitte kommt zum
Mikrofon. Was denken Sie über Memory Space Puffs, wo man die Accelerometer in Beschleunigungsmesser verwendet und Vibrationen als Challenge verwendet? Also MEMS-basierte Technologien. Bosch hat da zum Beispiel ein paar Puff-Chips, die also dann MEMS haben. Ich denke, die sind sicherer als Silizium-basierte Puffs, denn sie sind speziell dafür gebaut. Wir versuchen halt aus bestehenden Bauteilen Puffs zu extrahieren. Das sind interessant, verwendet sie, wenn sie da sind, aber die meisten Leute haben nicht die Möglichkeit dafür. More questions? Up there? Weitere Fragen? Da oben? Okay, Mike 7. Hi, thanks for your talk. I'd never heard of Puffs. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich habe noch nie von POFs gehört. Ich habe mir die Frage gestellt, wie kann ich eine nutzbare Smartcard finden, die all das ausnutzt? Erzähl mir etwas, wie man Puffs benutzen kann, zusammen mit OpenBGP Smartcards. Kurze Antwort, nein. Ich habe keine Ahnung, ob OpenBGP jemals so etwas unterstützen wird. Die PCKS-Protokolle. Ich habe keine Ahnung, ob so etwas implementiert ist. Auf Smartcards habe ich keine Ahnung, ob Puffs von Relevanz sind. Das bedeutet allerdings nicht, dass es nicht existiert. Das war alles und noch eine Runde Applaus für unseren...